Ja, herzlich willkommen zum Tarot der Liebe. Ja, heute die zweite Karte, die zwei der Stäbe. Und ja, jetzt könnte man allgemein die Karte deuten, dass da ja jemand sich an einem festhält. Hier, dass man stellvertretend die Stäbe jetzt für Menschen nimmt, die ja vielleicht zur Auswahl stehen, in Anführungsstrichen. Und ja, mir dann die Karte sagen würde, okay, hältst du noch an deiner alten Liebe fest, bevor du ja wirklich frei bist, dass du auch ja überhaupt wahrnimmst, dass da jemand anderes schon in deinem Leben ist. Und ja, auch das eine Ablenkung, nämlich die Welt in der Hand. Wer weiß, wohin schauen, anstatt mal um sich herum zu schauen und zu gucken, okay, da ist ja jemand. Oh, habe ich gar nicht registriert. Also hier vielleicht die Möglichkeiten, überhaupt erstmal wahrnehmen. Das ist für mich eine der Bedeutungen der Karte. Und ja, wenn es darum ginge, jetzt kommt jemand zurück zu mir, ja, dann kann man ja auch sehen, man blickt fragend in die Welt hinein, wird das noch was? Und hält sich krampfhaft an, ja, vielleicht an einem alten Bild fest. Und naja, warum ist derjenige denn nicht mehr da? Hast du da zu sehr geklammert? Warst du irgendwann unzufrieden? Also erst einmal vielleicht mal überlegen, warum kam es denn überhaupt zur Trennung? Ist da der eine flugs weg, obwohl du ihn halten wolltest? Und ja, wenn man das jetzt mal auf Männer allgemein als Vorurteil sieht, dann mögen Männer das Klammern überhaupt nicht. Aber natürlich geht das umgekehrt auch für Frauen. Ja? Wenn ich zu sehr einen Menschen klammere, und dann ist das keine Liebe, oder es ist eine Liebe aus der Angst geboren. Ja? Und diese Angst loslassen, das ist, glaube ich, eine der Aufgaben, die dann anstehen, dass du deine eigene Angst verlässt, dass du erst einmal deinen Wert wahrnimmst und sagst, hallo, wer bin ich? Ich bin es wert, einen guten Partner zu finden. Ich muss nicht jemandem hinterherrennen, hinterher schauen, kommt er noch mal wieder. Das ist diese Angst, die da in dir ist. Die ist wichtig, dass du die loslassen kannst. Und dann kann es natürlich auch passieren, dass auf einmal der andere sich wieder angezogen fühlt. Und sagt, wow, was ist das? Was ist da denn passiert? Ja, da gucke ich nochmal. Also würde ich eben dir empfehlen, bei dieser Karte einmal sich wirklich umzuschauen, in der Nähe zu schauen. Gibt es da eventuell wirklich einen zweiten, der ja bisher vielleicht schon da war, aber noch nicht von dir wahrgenommen wurde? Ja, spannende Karte. Ja, die Liebe, die hat natürlich einige Tücken und ja, da sagt uns die Karte, da können wir mal auch mal ein bisschen näher hinschauen. Nicht zu weit wegschauen, sondern in die Nähe schauen, gucken, okay, was mache ich da? Warte ich da vielleicht auf den Superprinzen, der dann irgendwo auf mich wartet? Ja,
dann wartet ihr halt beide. Wäre jetzt nicht meine Empfehlung, ne? Sondern das, was da ist, die Chance ergreifen, so könnte man es auch deuten. Ja? Also das, was da ist, da sind Möglichkeiten da in deiner Nähe und ergreife das, was da ist. Und ja, vielleicht auch noch ganz wichtig, dass du dir deiner bewusst bist, deinem Wert bewusst bist und dass du dich selber lieben darfst, dann bist du definitiv auch attraktiv für andere Menschen, wenn du dich selber liebst. Ja, vielleicht magst du es einmal nachsprechen. Ich liebe mich. Wie geht das? Geht das überhaupt? Ja, wenn du gerne etwas persönlicher mit mir darüber sprechen möchtest, geh auf meine Homepage miracura.de, da ist diese E-Mail kostenlose 15 Minuten. Es ist nicht als Link gemacht, einfach weil das dann dazu führt, dass ich überflutet werde von irgendwelchen Spam-Mails. Also schreib dir die E-Mail ab und nimm Kontakt mit mir auf. Ich danke dir. Bis dann.